Alright Friends, was geht ab? Willkommen zurück zu einem weiteren Pokémon Karmesin und Purpur Tutorial. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr eure 6 Star Terra Raids resettet, beziehungsweise allgemein alle Raids auf der gesamten Map. Natürlich, nachdem wir einen 6 Star Raids gemacht haben, seht ihr auf der Karte gar keine 6 Star Raids mehr, weil die haben halt einen Respawn-Timer. Game Freak möchte nicht, dass wir die kontinuierlich spammen, aber das wollen wir tatsächlich, weil in diesen 6 Star Raids können halt Ability-Patches, also Fähigkeitenpflaster, als Belohnung rauskommen. Damit schalten wir halt die Hidden Ability, also die versteckte Fähigkeit eines Pokémon, frei. Natürlich vorab, falls euch das Video gefällt, lasst einen Daumen nach oben, das supports kein Mord, abonniert diesen Kanal, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen und schreibt mir auch gerne einen Kommentar, falls ich euch helfen konnte. Dann dippen wir ins Video und ihr habt gerade gesehen, ich habe 6 Star Raid Gengar gemacht und jetzt zeige ich euch die Map, dass kein 6 Star Raid mehr aktiv ist. By the way, 6 Star Raids haben so eine Aura um ihr Icon und keins dieser Raids hat ein Icon, also eine Aura um ihr Icon. Whatever, was machen wir? Wir speichern das Spiel, nachdem wir ein 6 Star Raid gemacht haben, gehen ins Menü, gehen hier auf Datum und Zeit, machen die Synchronisation aus, skippen einen Tag ahead. Also im Video war es ja auch gerade vom 25.11. auf 26.11. Das heißt, ihr spult einen Tag vor. Wir schließen das Spiel, starten dann das Spiel neu, gehen dann natürlich wieder in-game, klar. Und im Spiel selber öffnen wir dann nochmal die Karte und sehen, alle Raids haben sich resettet. Manche Raids haben jetzt auch eine neue Position oder so. Das heißt, es bringt rein theoretisch nichts, vor einem Raid zu resetten, weil es kann sein, dass er despawnt und woanders neu spawnt. Das heißt, macht den einfach, dann ist dieser Den weg, dann resettet und dann schaut auf der Karte, wo sich der nächste 6-Star-Raid befindet. Und das könnt ihr aber auch mit 5-Star-Raids machen, 4-Star, whatever. Also das ist eine allgemeine Reset-Methode. Und das seht ihr auch gleich hier auf der Karte, dass wir wieder einen neuen 6-Star-Raid haben. Ich suche den nur gerade. Und falls ihr auch so einen kleinen Tick habt, nachdem ihr mit dem Resetten fertig seid und am Ende wieder die Synchronisation aktivieren möchtet, das mache ich auch immer, könnt ihr das sehr, sehr gerne machen. Braucht keine Angst haben. Ihr könnt auch dafür im Spiel sein und die Synchronisation wieder aktivieren. Das bricht einfach gar nichts. Da passiert nichts. Hauptsache, ihr speichert natürlich, nachdem ihr das nochmal gemacht habt, im Spiel noch einmal ab, weil ich weiß nicht, ob es sonst Probleme gibt, wenn ihr das nicht tut. Aber das war es auf jeden Fall im Großen und Ganzen mit diesem Video. Kurz, simpel, knackig. Ich habe bis jetzt im Internet nichts gefunden. Ich habe diese Methode durch Zufall herausgefunden und sie funktioniert halt zu 100%. Deswegen wünsche ich euch viel, viel Spaß damit. Wie gesagt, Daumen nach oben, falls es euch gefallen hat. Abonniert diesen Kanal, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, ich bin raus. Peace.